will do some live querying with him. So you were told to think of some ideas that we could search for in Wikidata. And when we get to that point, I would ask jetzt, you to wollen wir ein paar Live-Abfragen stellen. Ihr solltet euch ein paar Abfrageideen überlegen und wenn wir gleich zu dem Punkt kommen, dann bitte ich euch, eure Hand zu heben. Und dann komme ich mit dem Mikrofon zu euch. Jetzt gebe ich wieder zurück zu Lukas und wir haben immer noch Übersetzungen. Genau, und wenn ihr das hört, dann bedeutet das, dass ihr uns gefunden habt. Herzlichen Glückwunsch. Hört mal rein. Hat irgendjemand einen Vorschlag? Ja, da drüben. Nina? Es gibt schon eine Frage. Ist es möglich, alle zirkulären Stammbäume zu finden? Es ist auf jeden Fall möglich, einige zu finden. Alle zu finden wird wahrscheinlich eine Zeitüberschreitung werfen. Am einfachsten geht es wahrscheinlich dann auch wieder über die Kinder, das heißt Item Child plus wieder das Item. Mit dem Plus, das ist ähnlich mit dem Sternchen, was Plus bedeutet, es muss mindestens ein Grad dazwischen sein. Ich werde es mal auf 1 begrenzen, aber ich bin sogar ein bisschen pessimistisch, dass wir überhaupt 1 finden. Lass uns mal schauen, ob wir da einen finden. Und das könnte eine Weile dauern. Aber ich glaube nicht, dass es eine gute Methode es gibt, auf eine andere Art zu machen. Es sei denn, ihr ladet die Datendumps oder RDF-Dumps runter, dann könnt ihr das lokal ohne Timeout machen. Ich glaube nicht, dass es hier viel zu optimieren gibt. Es sei denn, ich hätte irgendwie Grund zu der Annahme, dass Menschen, die zum Beispiel John heißen, eher Teil eines zirkulären Stammbaumes sind, dann könnten wir das ein bisschen runterfiltern, aber selbst dann. Ich fürchte, das wird nicht funktionieren. Ja, da ist das Timeout. Und da seht ihr, dass das Ding in Java geschrieben ist. Eine Sache, die wir mit diesem P40 Plus tun können, ist, dass wir mit einer mythischen Kreatur beginnen, zum Beispiel König Arthur. Ich hoffe, ich kann ihn so finden. Ah, WD, nicht WDT. Da. Ein legendärer britischer oder walisischer König. Und dann suchen wir ein Item, der definitiv ein echter Mensch ist und der ein Geburtsdatum hat. Und wir sagen, das Geburtsdatum sollte nach 1950 sein. Und das ist ein Date-Time, also Datum-Zeitwert. Lass mal 1980 sagen, das ist vielleicht effizienter. Oh, keine Ergebnisse. Ich dachte, König Arthur hätte irgendwelche echten Nachkommen. Das war vielleicht dann eine andere Person aus der Mythologie. Lass mal anfangen mit irgendeinem beliebigen Ahnen. Und dieser Ahne ist auch eine Instanz von mythischer Charakter. Mal schauen, ob wir irgendwelche Personen aus der Mythologie haben, die Kinder haben, die nach 1950 geboren sind. Ich könnte aus dem Limit 1 wahrscheinlich, also aus dem Limit 1 ein Limit 10 machen, aber ich bin optimistisch. Ich glaube, es gibt Menschen hier, sogar britische Mitglieder des Parlaments. Es gibt einige, die ihre Familiengeschichte ins 15. oder 16. Jahrhundert zurückverfolgen können. Und es ist dann schwierig herauszufinden, wo sie anfangen, verkehrt zu sein. Das funktioniert auch nicht so gut. Hat irgendjemand anders in der Zwischenzeit eine Idee? Ganz da hinten. Danke. Wir kennen alle dieses blödsinnige Spiel in Wikipedia.
in der man versucht, die Seite von Adolf Hitler zu finden, indem man nur auf Links klickt. Können wir die Seiten finden, die direkt mit Adolf Hitler verknüpft sind auf Wikipedia? Hier kam auch wieder ein Timeout. Das würde gehen. Eine lustige Geschichte hier ist, dass die erste Beispielabfrage, die wir hier haben, Katzen ist. Und warum Katzen und nicht Hunde? Der Grund dafür ist, dass das vierte Ergebnis hier der Hund von Adolf Hitler ist und deswegen nehmen wir lieber Katzen. Aber lass uns mal nach irgendwas suchen, wo das Item irgendeine Verbindung zu... Und das ist völlig, uns ist völlig egal, welche Verbindung es ist. Lass uns einfach mal alle suchen, die irgendeine Verbindung zu Adolf Hitler haben. Und dann finden wir 920 Ergebnisse. Einige davon sind Site-Links. Das heißt, wir wollen auch, dass das Item irgendein Label hat, das benutzt diesen Namespace. Und wir wollen nur das englische Label. Das heißt, wir filtern nach der Sprache des Labels, die sollte Englisch sein. Dann wählen wir nur das Item und das Label aus und das ist hoffentlich immer noch relativ effizient. Jawohl. NSDAP-Mitgliedsnummer ist nur eine Eigenschaft, aber ich vermute, dass es ein Beispiel dafür gibt. Jawohl, er hat Mitgliedsnummer 1. Oh, haben wir Hitler als Beispiel auf der Seite Todesursache? Ja, Vergiftung erhängen, Blausäurevergiftung, Kopfschuss. Brauchen wir so viele Ergebnisse dafür? So viele Beispiele. Ja, Nazi-Partei, Clara Hitler, ich weiß nicht, wer das ist. Die Olympischen Spiele 1936. So findet man alles, was eine direkte Verbindung zu Hitler hat. Noch irgendwelche Beispiele? Hier vorne. Oder habe ich dahin jemanden verpasst? Nein, okay. Kannst du die günstigsten Projekte öffentlicher Infrastruktur in Deutschland zu finden, zum Beispiel eine Brücke oder so? Ich vermute nicht, dass wir eine vollständige Datengrundlage haben, aber lass uns mal ausprobieren. Lass uns mal mit einem teureren Beispiel beginnen. Wir nehmen ein sehr teures Beispiel, damit wir das Datenmodell sehen. Wie sieht ein Infrastrukturprojekt aus? Wie wird die Kosten, werden die Kosten modelliert? Jawohl, die Kosten sind hier in Euro. Es gibt eine Eigenschaft Kosten in Euro und hatte sowas wie Instanz eines Flughafens. Hier, wir könnten zum Beispiel schauen, das ist auch Flughafen, der gebaut wird, eine Eigenschaft. Ist der Flughafen Berlin-Brandenburg eine Instanz, irgendeine Unterklasse von öffentlicher Infrastruktur? Das sieht nach dem falschen Item aus. Was ist das denn? Das ist nichts. Verlinkt irgendwas zu diesem Item? Nein, nichts. Okay. Ein internationaler Flughafen ist eine Unterklasse von Flughafen, was wiederum eine Unterklasse von Flugfeld ist. Das ist eine architektonische Struktur. Wir können nach architektonischen Strukturen suchen. Die Struktur wäre eine Instanz einer Unterklasse von architektonischer Struktur. Und das hat einen Kostenwert und wir sortieren nach absteigenden Kosten und begrenzen es auf 10. Dann bekommen wir wahrscheinlich irgendetwas mit sehr hohen Zahlen, also zum Beispiel Yen, wo die Zahlen sehr hoch sind, weil wir die Währung nicht umrechnen.
Was passiert hier? Weiß nicht, warum das so lange braucht. Lass uns mal in der Zwischenzeit eine zweite Version ausprobieren, wo wir... den Wikibase Quantity Wert Kosten und die Einheit Euro nehmen. Lass uns das einmal ausprobieren, ob das vielleicht ein bisschen besser funktioniert oder auch nicht. Hier gab es wieder eine Zeitüberschreitung. Das sieht so aus, als würden wir hier auch einen Timeout bekommen. Ich weiß nicht, ob wir einfach mal nach den teuersten Dingen überhaupt suchen können. Ah, hier. Das kostet 55 Milliarden Euro. Was ist das? Ah, Power of Siberia. Das ist eine Gaspipeline. Und das ist, die Kosten stehen da in Euro? Oh, anscheinend. Und das sind 15 Milliarden, 8,7, 7,7. Das ist der Kanaltunnel, der ist teuer. Der Brenner Basistunnel, auch der ist teuer. Stuttgart 21. Es wird auch noch als teuer veranschlagt. Lass uns mal nach aufsteigenden Kosten suchen, weil das ist, wonach du gesucht hast. Und jetzt bekommen wir eine Menge Dinge, die keine Infrastrukturprojekte sind. Das The Hot and Energetic Universe, was offenbar ein Null-Budget-Film ist. Lass uns mal Duck-Typing verwenden und anstatt von Infrastrukturprojekt sagen wir, dass es einen geografischen Ort hat, das schließt schon eine Menge Dinge aus. Das hier hat Kosten. Oh, das war ein Projekt in Frankreich. Wir wollen es auf Deutschland begrenzen. Hier 400.000 Euro für einen Brunnen in Stuttgart. Zählt das? Vermutlich. Das ist die Instanz von etwas. Es hat noch nicht mal ein englisches Label, nur ein deutsches. Warte mal. Oh, das ist okay. Die Klasse aller Brunnen, die nach der Göttin Ceres benannt sind. Okay, cool. Hier haben wir einige dieser billigen Projekte, was zum Beispiel dieser Platz, eine Brücke ist, eine winzige Fußgängerbrücke, hat sogar ein Bild. So sieht die aus. Und die hat gekostet, was war das? 1,6 Millionen Euro. Und noch ein öffentlicher Platz. Benennen wir das mal als billige öffentliche Infrastrukturprojekte. Und auch die öffentliche Infrastruktur, vielleicht in Anführungszeichen, weil wir nur sagen, es hat einen Ort und der ist in Deutschland. Ich werde das hinterher rumschicken. Das hier hat nicht funktioniert, das auch nicht. Irgendwelche weiteren Vorschläge? Oh, das sind schlechte Neuigkeiten. Vom Kameraengel. Ich habe eine Frage. Ich habe gesehen, dass wir mit diesem Abfragedienst diese Trees zeichnen können, diese Bäume zeichnen können und Graphen zeichnen lassen können. Meine Frage wäre, alle Programmierdesign-Muster, die aber gruppiert sind nach Strukturpatterns und Strukturmustern und Bequemlichkeitsmustern, können wir da eine Struktur zeichnen? Wir können das auf jeden Fall versuchen. Okay.
Wir schauen uns mal diese Design-Patterns an. Also was für Unterklassen gibt es da? Also wir haben irgendwie Software-Design-Patterns. Das ist das, was wir suchen sozusagen. Also wir wollen jetzt irgendwie ein Muster, ein Pattern finden und auch gerne das Label dafür und eben auch, was für eine Art von Muster das ist. Und das Muster ist sozusagen eine Unterklasse von dieser Art von Muster. Und das ist wiederum eine Unterklasse von Software Design Patterns oder Software Design Muster. Und wir wollen das machen im Graph aussehen. Okay, das sieht nicht so schlecht aus. Wir haben irgendwie strukturelle Muster, Verhaltensmuster, ein grundlegendes Muster. Und was wir jetzt auch dazu machen könnten, wenn wir das machen, dann sehen wir irgendwie alle Verbindungen zu Software Design Patterns und dann haben wir praktisch eine hierarchische Struktur und es ist alles miteinander verbunden. Das funktioniert erstaunlich gut. Viel besser, als ich dachte. Ich hatte erwartet, dass es wirklich kompliziert und hässlich wird. Ja, also das hat tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Das überrascht mich. Also das ist irgendwie so Software Design Patterns, die wir dann in einem Baum, in einer Baumsicht darstellen. Gibt es noch irgendwas? Oder ich kann versuchen, etwas zu optimieren? Nee. Which cities have applied to be host city of the Eurovision Song Contest the most times, but were never successful? Ah, welche Städte haben sich beworben darum, die also sozusagen den Eurovision Song Contest auszurichten, aber wurden nie ausgewählt? Okay, ich weiß nicht, ob das tatsächlich existiert, ob wir diese Daten haben, aber ich schaue mir das mal an. Ich brauche eine Beispielstadt. Also jetzt schauen wir zum Beispiel uns mal den Eurovision Song Contest 2020 an. Jetzt schauen wir uns mal an, ob es da Daten gibt, wer nominiert war praktisch oder wer sich beworben hat. Also das ist alles nicht das, was wir suchen. Haben wir den Ort überhaupt? Oh yeah, there it is. Okay, we have a country and a location. Wir haben einen Ort, aber wir haben keine anderen Länder. Und ich gehe davon aus, dass diese Information nicht beim Land wäre. Some separate item for Eurovision 2018 bid. Es kann sein, dass wir ein spezielles. Well, wait, it would have to be which city, because the country is determined by the winner, isn't it? So the city. Ja, also es würde nur um die Stadt gehen sozusagen, weil es geht ja dahin, wo gewonnen wurde. But I suspect we don't have. Aber ich vermute, wir haben das nicht. We have a list of host cities, but that's just. Wir haben eine Liste von den Städten, die das. Wir haben eine Liste von den Städten, die das ausgerichtet haben, aber wir haben leider keine strukturierten Informationen hier. Es gibt nur die ganzen Wikipedia-Artikel. Und da gibt es jetzt nur irgendwie eine Liste mit den ganzen Orten. Ich glaube, wir haben diese Liste nicht. Wir können das hinzufügen.
Ich frage mich mal, ob wir das für die Olympischen Spiele haben. Haben wir Daten dazu, wer sich beworben hat, diese Spiele auszurichten? Okay, wir haben den Ort auf jeden Fall. Wir haben die Teile. Wir schauen mal, hat die englische Wikipedia einen speziellen Artikel über den Auswahlprozess? Sieht nicht so aus. Ah, da. Da ist der Wikipedia-Artikel. Gibt es da interessante Informationen auf Wikidata? Nein, leider nicht. Okay, wir können also sehen, wann die Städte Gebiete geboten haben, aber wir können leider nicht sehen, welche Städte sich da beworben haben. Wir schauen mal bei 2012. Da ist das gleiche Problem. Leider haben wir diese Daten nicht. Ist diese Abfrage durchgelaufen worden? Ah, die Länder. Eine Frage von uns Übersetzungsengeln. Und zwar, könnt ihr uns die Länder mit der Flagge mit den meisten Farben geben? Und das machen wir jetzt. Also wir schauen uns sozusagen die Anzahl der Farben an. Holen wir uns praktisch Länder mit einer bestimmten Flagge und diese Flagge hat Farben und dann gruppieren wir nach Land. Das ist ein bisschen wie SQL mit so Aggregierungsfunktionen. Wir haben hier gerade technische Probleme mit dem Mikrofon. Wir versuchen das eben zu lösen. Bitte bleibt dran. Okay, ich glaube, Sie haben jetzt irgendein Mikrofon ausgeschalten. Wir schauen mal, was jetzt funktioniert. Hallo? Ja, jetzt ist wieder ein Mikrofon an. Wir schauen mal, ob es jetzt funktioniert. Das tut uns leid. Okay, so now this is going to be really fun. Okay, das wird tatsächlich Spaß machen. Yeah, so we are searching for countries with flags and hope that the flags have colors and we're counting them. And what we didn't do is what's this? Do I want to know? Okay. At least it's not the straight pride flag. I guess. Das ist sozusagen. Does this have 14 colors? No, what was it? No, 8. I guess 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, also jetzt haben wir zusätzliche Flaggen. Wir haben nämlich nicht nach Land gefiltert. Das Problem ist nämlich, Länder sind kompliziert. So what I did was. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe eine vorbereitete Abfrage für Mitglieder der Vereinigten Nationen und die kopiere ich dann immer einfach rein, wenn ich Länder brauche. Und wir nennen das jetzt eben Staaten, weil uns jetzt interessieren uns halt nur die Staatenflaggen. I need to group by state. Und jetzt muss ich natürlich dann auch gruppieren, also aggregieren nach Stadt und eben die ganzen variablen Namen verändern. Und dann wird es hoffentlich funktionieren und wir werden etwas rausfinden. Die Vereinigten Nationen haben die meisten Farben. Wir schauen uns mal die Flagge an. Ich glaube, das liegt daran, dass es verschiedene Flaggen hat, die alle irgendwie gleich wichtig sind und dass wir praktisch die Anzahl der Farben dafür addieren. Aber wir schauen mal.
flag is the flag of the United Kingdom, no? Hm, scheint nicht zu sein. Wieso hat das 12 Farben? It has blue, red, white, but. Es hat blau, rot, weiß und Englisch als Farbe. Okay, jetzt suchen wir uns mal nur an die nicht doppelten Farben. Also praktisch jede Farbe wird einmal gezählt, egal wie oft sie vorkommt. Vielleicht hilft das. Aber ich weiß nicht. Oh, it would have had the state multiple times because it's sovereign state multiple times from. Okay, vielleicht gab es den Staat mehrmals. Yeah, the United Kingdom is it's a Commonwealth realm and an island nation and a sovereign state. Ah, weil es mehrmals vorkommen würde sozusagen und dann würde man bei der Aggregierungssache würde man dann praktisch addieren. Also das Ergebnis jetzt sieht sinnvoller aus. Zum Beispiel Südafrika hat 6 Farben. Südsudan hat auch viel. Und jetzt können wir noch was weiteres anschauen, nämlich uns das Bild der Flagge ausgeben lassen. Und das sozusagen hier hinzufügen. And then we can hopefully also see it. Und jetzt können wir vielleicht es auch sehen oder nicht. Oh, we get two images of the flag of South Africa. That also looks like one of them should be preferred rank. But anyways, we can switch to image grid and then we can see all these colorful flags. Okay, und jetzt können wir die tatsächlich sehen. Ah. And this is more than 6, so I guess I would say that should actually be 2 separate items for this old flag and this old flag and the new flag. But no. Okay. This is 6. Is that only 6 colors? Hier sind 6 Farben oder vielleicht mehr. Und dann 5 Farben. Und ja, das sind tatsächlich die bunten Staatsflaggen oder Länderflaggen sozusagen. Okay, super. Ich werde das später auch noch tweeten. Und wir können die, also sozusagen die Bilderansicht als Standardsicht sehen. Wir haben vielleicht noch Zeit für eine Frage, wenn es eine kurze Frage ist. Ja, ich kann vielleicht nicht so schnell schreiben, aber wir können ja mal schauen. Ich hoffe, es funktioniert und wenn nicht, dann wiederhole ich es halt einfach. Ja, es funktioniert. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Aber die kleinsten Bilder auf Wikipedia geordnet von der Größe des Bildes. Das ist nicht möglich auf Wikidata, aber es ist vielleicht möglich auf Wikicommons. Kannst du nach Größe des Bildes suchen? Ich glaube, das ist möglich. Nee, anscheinend nicht. You could probably sort by file size in an SQL query. Du könntest wahrscheinlich innerhalb einer SQL-Frage, innerhalb einer SQL-Anfrage nach File Size, also nach Größe sortieren. Und ich habe zufällig später eine andere Vorlesung um 18 Uhr heute im Esszimmer oder in der Bibliothek, das ist jetzt gerade unklar. Und da werde ich euch zeigen, wie man SQL-Abfragen gegen Wikipedia wirft, sozusagen. Aber wenn es dich wirklich interessiert, kannst du auch einfach auf mich zukommen und wir können zusammen versuchen, das rauszufinden. Eine zusätzliche Idee? Vielleicht eine kurze zusätzliche Idee? Aber nee, wir sind jetzt auch wirklich fertig. Also wenn ihr weitere Fragen habt, dann kontaktiert mich einfach auf Twitter oder auf Wikidata Facts. Und ich werde schauen, ob ich euch helfen kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ihr heute bei uns in der Übersetzung wart. Das waren Toni und Waffle mit der ersten Übersetzung aus der Wikipaka WG. Ich hoffe, es hat euch gefallen.